Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Sorry, dass das Video schon wieder so spät rauskam. Aber, erzähle ich gleich. So, was wollen wir machen? Wir wollen einen neuen One wahrscheinlich machen. Oh Gott, wie viele gibt es denn hier? 20 Stück. Okay, das sind doppelt so viele wie beim alten. Auch nicht schlecht. Wollen wir mal eine Challenge machen? Bevor wir hier weiter... Ja, komm, wir machen eine Challenge. Wir machen einfach Pitch Black, was auch immer das ist. Und ich habe den Sound mal ein bisschen angepasst. Das Curse of the Darkness sieht jetzt so aus. Okay, auch nicht schlecht. Das sollte jetzt nicht mehr so laut sein. Wir haben da links irgendeine... Hä? Das ist eine Trophäe unter den Schlüsseln. Warum das denn? Oh, das ist natürlich auch böse. Hier kommt man gar nicht durch. Aber dich kennen wir auf jeden Fall. Du bist der kleine Super Bomberman. Ohne das Super, aber du bist trotzdem Bomberman. Und das Item kennen wir auch. Mr. Boom. Genau. Ich habe die Lautstärke angepasst, sollte jetzt besser sein, schon gesagt, dreimal jetzt. Und ich habe meine Lenkung eingestellt mit dem Controller, damit ich das nicht mehr verwechsel, was ist. Also wo ich die Bombe setze und wo das Item. Davor war das auf den Trigger-Dingern hinten dran am Controller und jetzt habe ich das auf X, Y und B gesetzt. B für Bombe passend, aber guck mal da. Da ist eine Trophäe, die durchgestrichen ist. Was hat das zu bedeuten? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich finde es aber schön, dass wir so eine eigene Lichtquelle haben. Und hier sind doch überall so kleine Glühwürmchen. Finde ich nett. So. Und dann wollte ich noch sagen, warum das Video so spät kommt. Und das ist deswegen, weil, ihr habt das ja bestimmt mitbekommen, die Bahn streikt. Wir könnten zudem mal unser Item einsetzen. Hm. Machen wir gleich mal. Die Bahn streikt und deswegen brauchte ich heute Morgen einfach... Bob's Brain? Lol. Jo! Wahrscheinlich, aber geil, okay. Das ist nett. Los! Los, Brain! Attackier sie! Cool, das ist dann quasi so wie die... Ja. Oh. Hört das auch auf? Nee, das fliegt einmal ganz durch. Das ist wie diese Made aus dem alten Isaac. Nice one. Ich fange hier immer wieder neu an. Was wollte ich sagen? Y ist das jetzt, genau. Da ist er tatsächlich. Okay, cool. Für zwei Bomben. Die Bahn. Aber ich muss hier so viel Neues erklären. Oh Gott. Hier, die Geheimräume bleiben auch offen. Egal, ob ich jetzt hier aus dem Raum rausgehe oder nicht. Die bleiben offen. Das heißt, man muss die nicht nochmal aufsprengen. Das ist auch sehr geil. Außerdem können wir hier die Batterie einsammeln. Dann haben wir gleich unsere Bombe wieder. Und? Ich weiß jetzt endlich, wie blaue Steine aussehen. Ich habe... Was? Wieso ist es explodiert? Ach, mein Gehirn ist explodiert. Oh, hoffentlich kriege ich das gleich wieder. Das wäre ja schade, wenn nicht. Oh ja, kriege ich tatsächlich wieder. Okay, cool. Ich weiß jetzt, wie blaue Steine aussehen. Ich habe mir den Part nochmal angeguckt, den ich hochgeladen hatte. Das ist ja blöd, dass das irgendwie explodieren kann. Na egal. Und diese blauen Steine sind einfach voll versteckt. Wenn man nicht weiß, wie sie aussehen, dann sieht man die einfach nicht. Ich habe in meinem Part gesagt, ich habe leider gesagt, außerdem habe ich noch keinen blauen Stein gesehen. Und genau als ich das gesagt hatte, war ich einfach zwei Blöcke neben blauen Stein. Auch nicht schlecht, ne? Da habe ich mir auch erstmal einen Facepalm gegeben. Und wir kriegen The Duke of Flies. Oh, der guckt glücklicher als vorher, aber im Spiel nicht irgendwie. Gut, wir müssen dann auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht zu nah an die Gegner rangehen, wenn wir das hören haben, weil das ab und zu gerne wohl mal explodiert. Und zudem haben wir irgendwo eine Pille her. Pille war mit X. Wo ist denn X? X ist links. Aha. Eine Speederpille. Okay, sehr schön. Oh. So, und ich glaube, jetzt kann ich auch endlich sagen... Oh, nee, schon wieder ein neues Item. Was ist das denn? Magic Scap. HP ab und... Was sind denn unsere Leben? Wir sehen unsere Leben nicht! Was? Das fällt mir jetzt erst auf. Okay. Und zudem ist da oben diese Zeit. Ich habe mir ganz viel durchgelesen. Und die bedeutet, wenn, also die macht mit uns quasi den One. Und, oh nein, die explodieren auch bestimmt. Wenn wir die Ebenen schneller abschließen als die Zeit, dann bekommt man wohl auch einen neuen Charakter oder irgendwas anderes. Ein Item oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was man da freischaltet. Auf jeden Fall kriegt man dann irgendwas. Deswegen sollte man eigentlich schnell sein, aber die ersten Runden ist das, glaube ich, noch okay, wenn wir einfach... alles mal erkunden. Und ich hoffe, wir sterben nicht so schnell.
Kann sein, dass wir jetzt nur noch ein halbes Herz haben. Ich sehe meine Leben nicht. Oh nee, dann sterben wir gleich, wenn wir hier rausgehen. Auch nicht schlecht. Oder explodiert das dann jedes Mal, wenn es einen Gegner trifft. Kann auch sein. Gut, wir sind nicht gestorben. Das ist doch schön. Und wie es scheint, macht Curse of the Darkness halt auch, dass wir keine Leben sehen. Oder es ist die Challenge, dass das so ist. Das kann auch sein. Ich glaube sogar eher, dass es... Ne, die Challenge macht wahrscheinlich das... What? Wir können nicht mehr zurückgehen. Oder? Hä, wir wurden einfach hier wieder hin teleportet. Ist der Weg falsch? Ne, hä? Was war das denn? Das war ja merkwürdig. Und ich glaube, das Du kannst pupsen! Yay! Sind das deine kleinen Scheißhäufchen? Das wäre richtig nice. Ich habe schon wieder vergessen, was ich ihm sagen wollte. Egal. Das Hörn explodiert aber wirklich bei jedem Mal. Immer wenn es einen Gegner trifft. Oh Gott. Okay. Cooler Raum auf jeden Fall. Warte, den nutzen wir besser. Ja, den haben wir auf jeden Fall sehr gut genutzt. Indem wir uns wieder selber getroffen haben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, aber ich glaube, ich könnte jetzt endlich mal erzählen, warum das Video so spät kommt. Wegen der Bahn, habe ich ja schon gesagt. Oh Gott, ich sterbe gleich wieder. Ja, ich sterbe sowas von. Kann man die nicht irgendwie leichter besiegen? Nee, scheinbar nicht. Los, hören! Los! Hä? Ja, die Bahn. Mann, wie oft will ich denn jetzt noch anfangen damit? Die Bahn streikt ja und dementsprechend brauchte ich 1,5 Stunden länger. Ich glaube, ich habe das eben schon erzählt, oder? Oh Gott, ich bin so vergesslich. Ist irgendwo ein blauer Stein? Und deswegen musste ich noch über 1 Stunde länger auf der Arbeit sitzen. So war das. Und deswegen muss ich... Kann ich den jetzt erst... Warte, es ist jetzt 7:15 an Mittwoch. Ist heute Mittwoch? Ich glaube, heute ist Mittwoch. 99 Bomben. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Bomben. Yeah, wir sehen aus wie Medusa. Ja, da länger sitzen und jetzt erst aufnehmen. Deswegen kommt der Part zu spät. Aber ich glaube, ich werde gleich danach auch nochmal eine andere Runde aufnehmen, damit das morgen nicht wieder so passiert. Weil morgen streikt die Bahn ja, aber leider immer noch. Bis Montag, soweit ich weiß. 100 Stunden streiken die. Ach ja. Und dementsprechend werde ich dann morgen auch erst so spät zu Hause sein. Dann nehme ich gleich noch eine Runde auf und dann ist alles durch. Und hier könnte der Raum sein. Der Geheimraum. Ist er aber nicht. Dann auch noch da oben. Theoretisch kann er einfach überall sein. Achso, Bomben waren mit B. Stimmt. Ich nutze einfach die ganze Zeit mein Space-Item. Oh. So. Auch nicht. Wo ist denn dann der Geheimraum? Der kann ja quasi überall sein. Ja. Ein goldenes Kackhäufchen. Yeah. Übrigens auch schön, wie hier einfach 3 dieser Shopkeeper sind. Die sehen witzig aus. Und da ist gar nichts. Was war das eben für ein Geräusch? Egal. Hä? Ach, wir wollen wieder zurück tele... Was ist das immer? Wir werden immer zurück teleportiert, das ist richtig merkwürdig. Naja, und man kann die Map größer machen. Und man sieht auch seine Zeit. Ist der es nicht toll? Hallo Monstro. Ich finde das toll. Oh. Ach was. Das Hirn macht sogar Poison Damage. Das ist ja noch nicer als gedacht. Hier, bitteschön. Und ich liebe einfach... Ich liebe diese 60 FPS. Bei Monstro sieht man das so gut. Und ich liebe Monstro dafür. So, eine Spritze. Speed und Damage up. Ihhh. Jetzt haben wir einfach so einen Hoden am Kinn. Na gut. Dann gehen wir weiter runter. Und die Zeit war schneller als wir. Nein. Wir müssen schneller als die Zeit sein. Jung. Okay, da wollen wir nichts machen. Da geht's ja eh nicht weiter. Oh Gott. Wie soll man den denn ausweichen? Und den kann man anscheinend nur besiegen, wenn man wieder den hier besiegt. Nein, nein, nein. Es ist so ein Ding. Okay. Willst du dann vielleicht mal aufgehen? Hallo? Nicht? Willst du nicht? Okay, dann nicht. Ob der weh tut, wenn man gegen ihn läuft? Guck mal, wir haben unser Gehirn dazu benutzt, um den Geheimraum zu finden. Und der sieht nicht mehr so gesund aus. Hey, was ist los mit dir?
Hast dich mit Spinnenweben selbst umgebracht, hä? Oh Mann. Was für eine grausame Welt, in der man sich mit Spinnenweben selbst umbringt. Erstmal alles dunkel machen. Au! Ach ja, die kann man ja so besiegen. Oh lol. Okay, cool. Noch eine Speederpille. Oh, ich muss mich daran gewöhnen, wie ich die ganzen Sachen einsetze. Was haben wir hier? Zwei Bücher. Das ist auf jeden Fall die Bibel. Können wir kurz mit fliegen? Und How to Jump. How to Jump? Wie How to... Das setzen wir mal ein. Wir können hüpfen! Ja! Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, wir können hüpfen. Leute, wie cool ist das denn? Aber wir können trotzdem nicht über Sachen rüberhüpfen. Egal! Yay! Doch, wir können über Sachen rüberhüpfen. Guckt es euch an. Ja, geil. Das ist toll. Wir können hüpfen. Guck, jetzt können wir einfach rüberhüpfen. Haha! Na, was macht ihr jetzt? Oh, das Kackhäufchen ist voll süß. So, und ich möchte eigentlich gar nicht das ganze Feuer hier ausmachen, weil es dann dunkel wird. Und in der Dunkelheit lauern Gefahren. Ey, wieso stirbst du nicht, hä? Deswegen lassen wir das Feuer einfach an. Außer das Rote, weil rotes Feuer ist böse. Aber wir können hüpfen. Das Item ist richtig cool. Jetzt können wir ihn einfach austricksen, indem wir hier rüber hüpfen. Ha! Voll gut ausgenutzt. Tschum. Und jetzt können wir den auch ausweichen. Hua! Alter, wie nice das ist. So. Ein goldener Schlüssel. Sehr schön, wir können überall rein. Wohin wir wollen, wir können überall rein. Und außerdem können wir euch ausweichen. Kann man über die rüber hüpfen und dann treffen sie einen auch nicht? Ja, tatsächlich. Nice one. Was ist das bitte für ein cooles Buch? Ich liebe das Buch, ich liebe dieses Spiel, ich liebe alles. Ich liebe dieses Leben. Ich liebe den Moment, wenn man sich sprengt. Ich bin ein Terrorist. Nicht. Zwei Fliegen. Gib her. Guck mal, jetzt mussten wir nicht mal dem Kackhäufchen ausweichen. Wir konnten einfach rüberhüpfen. Das ist voll witzig. Hallo. Ihr seid doof. Ich mag euch wirklich nicht. Aber die laufen wenigstens in meine Dinger rein. Noch eine Pille. Lemon Party! Juhu, Party! Los, wir tanzen ein bisschen. Bleibt das die ganze Zeit da? Nee. Yay! Oh, die Lemon Party ist vorbei. Aber wir könnten hier den Geheimraum öffnen. Der sollte da auf jeden Fall sein. Nicht? Ach, wir waren schon im Geheimraum. Na gut, dann. Mega Fetti! Hi! Du kannst doch... Oh Gott, was kann der? Der kann furzen? Kann er noch was? Der kann bestimmt noch was. Er kann furzen und macht diese kleinen Dinger. Mehr nicht? Mehr nicht? Und er tippen. Er zieht einen ran! Er kann einen ranziehen! Hilfe! Und er kann kotzen! Okay. Nicht so nice. Jo. Er furzt und dann kommen ganz viele kleine Durchfalldinger da raus. Oh, die machen süße Geräusche, wenn man sie trifft. Oh, warte, was? Wieso war der jetzt so schnell unten? Nicht ranziehen! Okay, danke. Ah, ein Hundeknochen! Ein Leckerli! Warte, ja, gut. Ein Snack, HP ab. Aber wir sehen unsere HP ja leider sowieso nicht. Okay, und jetzt hüpfen wir da rein. Ich will da reinhüpfen. Yeah! Das Buch ist das Beste, das es gibt. Die Zeit war schon wieder schneller als wir, verdammt. Wir müssen schneller als die Zeit sein. Was haben wir hier? Niemals! Haha, ich bin in der Mitte. Damit hättet ihr nicht gerechnet. Hua! Ich bin voll der Ninja. Ha! Hä? Jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Na los. Komm. Komm. Ich weiß, dass du da bist. Gut. Guck mal, da kommen wir jetzt sogar ran. Ja! Ohne das Buch hätten wir diese eine Münze nicht gehabt. Super doll. Können wir hier auch was machen? Du. Das sieht einfach nur cool aus. Yeah. Was haben wir hier? Nein, nicht weinen.
Alles wird gut. Mein Keller ist cool. Hier gibt es ganz viel zu entdecken. Oh. So, und dann hätte ich noch eine Frage bezüglich dieses Let's Plays. Und zwar, ob ihr... Oh Gott. Ob ich das lieber so machen soll... Oh Gott. Ein One in ein Part. Quasi wie jetzt. Dass dann der Part einfach, weiß ich nicht, 40 Minuten oder so lang ist. Und das dann jeden Tag. Oder ob ihr es lieber haben wollt, dass ich den Part, also den Run splitte. Quasi, wenn er 40 Minuten lang geht, dass es dann 2x20 Minuten lange Parts gibt. Aber die würde ich dann an einen Tag hochladen. Das ist die zweite Möglichkeit. Oder 15 Minuten Parts. Ich nehme halt den ganzen Run auf, aber teile ihn in 15 Minuten Parts. Quasi so wie beim alten Isaac. Und lad dann immer einen 15 Minuten Part pro Tag hoch. Was ihr da am liebsten haben wollt. Das wäre ganz gut zu wissen. Bei den 15 Minuten Parts wäre ich halt ein bisschen entlastet. Dann. Aber ist auch kein Problem, wenn ich jetzt jeden Tag einfach einen One aufnehme. Beziehungsweise heute nehme ich ja sogar zwei auf. Oh. Oh, die erinnern richtig an Cat and Dog. Weil die so zusammenkleben. Nice. Oh, weißt du was? Ich spring gleich zu dir rüber. Wenn du mir noch einmal wehtust. Haha. Haha. Oh nein. Hilfe. Ich hätte das nicht machen sollen. Der ist tot. Du bist der schneller geworden. Bringt uns die Batterie leider überhaupt nichts. Und eine tränende Bombe. Was kannst du denn schönes? Sad Bombs. Tierblast und 5 Bomben. Okay, die 5 Bomben haben uns natürlich jetzt überhaupt nichts gebracht. Und irgendwie können wir immer Leben einsammeln. Das ist auch merkwürdig. Komm, ich will darüber hüpfen. Und ich sollte vielleicht mal nach blauen Stein Aussicht halten. Ich habe nämlich immer noch keinen gesehen wieder. Oh Gott, hoffentlich verliere ich da keine Leben. Nice. The Hermit. Hat einen in den Geheimraum gebracht, soweit ich weiß. Was haben wir hier? Nochmal so Hermit, okay. Können wir eine Hermit einsetzen? Pillen. Das zählt jetzt. Ja, genau. Ha, cool. Es gibt kein Hermit hier. Gibt keinen Shop in dieser Ebene. Das ist gut zu wissen. Können wir auf jeden Fall die andere Dings noch einsammeln? Oh, man kann einfach über die ganze Map hüpfen. So. Oh, nee. Ich bring mich... Warum sind die anderen denn jetzt gestorben? Hä? Hm, was soll's? Wir gucken in die Arcade. Und finden zwei Automaten. Beziehungsweise einen Bettler und einen Automaten. Ich würde sagen, wir spielen bis 15. Ein Herz, sehr schön. Eine Pille! Was bist du für eine Pille? Eine Lebenspille. Eine... Ihr wisst schon, Pille. Hey, wieso haben wir so viele Leben? Wir können einfach unendlich Leben einsammeln. Das ist voll merkwürdig. Oder war das vorher auch schon so? Dass wenn man volle rote Herzen hat, die trotzdem noch einsammeln kann. Kann ja sein. Okay, cool. Wir haben jetzt auf jeden Fall 3 Fliegen um uns rum. 4 Fliegen? Hä? Wir können einfach die ganze Zeit rote Herzen einsammeln. Haben wir echt so wenig Leben? Oder haben wir so viele Leben verloren? Oder was auch immer? Und... Are you a wizard? Nein! Wir schielen! Wir schießen einfach so seitlich. No! Ich will nicht schielen. Das ist ja doof. Hoffentlich geht das weg. Wow! Achso, das waren die Tränenbomben. Auch gut zu wissen. Wir schießen jetzt einfach so seitlich. What the fuck? Wie soll man die... Ah, okay, jetzt gucken wir wieder normal. Das war nur ein kurzer Fehler. Nicht länger andauernd. Voll geil. Was hat man eben aufgesammelt? Die Bombe. Ach, alles, was jetzt explodiert, macht auch diese Tränen dann. Nice.
Das ist natürlich wirklich richtig nice. Das heißt, wenn das Hirn jetzt einfach jedes Mal explodiert... Oh nein, lass mich in Ruhe. Ich kann genauso hüpfen wie ihr. Dann kommen da auch diese ganzen Geschosse raus. Nice one. Gut. Hi. Nee. Ah, okay, doch. Hab mich getroffen. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich frage mich gerade, wie weit ich denn diese Challenge machen muss. Ob ich nur Mom besiegen muss? Ist ja auch schon schwerer an diesem Isaac. Oder Megamore? Mega... What? Wie sieht der denn aus? Ja! Okay. Hallo Megamore. Du machst doch bestimmt... Drall, nicht? Was hast du denn heute Morgen gegessen? Ich glaube, das war kein... Ich glaube, da hat dich jemand verarscht mit deinen Cornflakes. Ich glaube, die gehören da nicht rein. Und wir kriegen zwei Pflaster. Old Bandages. HP ab. Okay. Dann können wir auf jeden Fall nochmal nach einem Geheimraum suchen. Da kann er, glaube ich, nicht sein. Aber wir haben eh genug Bomben. Wir können einfach überall gucken. Auch nicht. Okay. Dann eventuell hier unten. Da sind auch schon so... so Risse in der Wand gewesen. Aber war trotzdem nicht richtig. Okay. Und nach einem blauen Stein würde ich auch sehr gerne Ausschau halten. Hab nämlich noch keinen entdeckt. Ich bin bestimmt schon an einem vorbeigelaufen. Bestimmt. Ich laufe ja gerne an blauen Stein vorbei. Auch nicht? Okay, wo ist denn dann der Geheimraum? Da. Drei Geld! Drei Geld ist das Beste. Drei Geld ist viel besser als sechs Geld. Drei Geld ist toll. Gut, haben wir den Geheimraum. Was war hier unten? Gar nichts. Wieso waren wir... Hä? Gut, dann haben wir diese Ebene auch fertig. Wir können ja hüpfen, dann sind wir schneller. Hui! Okay, da können wir, glaube ich, nicht rüber hüpfen. Njong, njong. Oh, nein! Was hatten wir nochmal beim Boss? Ah, die Bandagen. Die Bandagen haben wir bekommen. Oh, die Zeit ist uns weggelaufen. Die Zeit war schneller als wir. Wir konnten die Zeit nicht bezwingen. Los zu hören. Richtig, gut. Chariot. Da bin ich auch mal gespannt, wie das hier aussieht. Ob das genauso aussieht wie beim alten. Oh, oder anders. Aber schreibt halt mal bitte in die Kommentare wirklich, welche Variante ich wählen soll. Von denen, die ich vorgeschlagen hatte. Au. Du blöd Mann. Oh Gott. Nein. Oh, das war wieder klar. So, was haben wir hier? The Devil. The Devil ist auch cool. Aber ich würde gerne mal The Chariot ausprobieren. Ist das ein blauer Stein? Nein. Ist das ein blauer Stein? Nein. Ist das ein blauer Stein? Nein. Ich muss jetzt jeden Stein genauestens kontrollieren. Weil sonst finde ich niemals einen blauen Stein. Das Spiel ist auch so richtig dunkel. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Aber das trägt ja alles zur Stimmung bei. Ich finde das gut, so wie es ist. Man kann übrigens auch einstellen, dass das nicht so pixelig aussieht. Aber mir gefällt das so. Oh nein, diese... Nein! Was ist mit eurem Körper passiert? Wer hat euch das angetan? Au. Und wieso tut ihr mir das an? Ich hab euch nicht den Körper geklaut. Das Hören nervt irgendwie ein bisschen. Aber passt schon. Ein Schlüssel für uns. Okay. Ein Opferungsraum, wo einfach ein Herz drin ist. Auch nicht schlecht. So. Der Geheimraum. Ach, guck mal. Diese roten Dinger auf der Map heißen also, dass es da eine Karte gibt. So eine große Map ist cool, oder? Übersichtlich auf jeden Fall. Aber die Zeit da oben nervt. Aber in Kombination, diese tränenden Bomben in Kombination mit den... Oh Gott. Stimmt, wir können die auch einfach so machen. Mit der Kombination mit dem Hören ist das natürlich richtig geil.
Und wir können einfach die Bomben überall hinlegen und dann sterben auch alle Gegner. Weil die sich ja aufteilen. Das ist ja richtig cool. Allgemein, diese ganzen Synergien, die es ja jetzt gibt. Da gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, um Items zu kombinieren. Finde ich richtig nice. Bin ich auch mal gespannt, was wir noch so da rausholen. An Kombinationen, die richtig OP sind einfach. So, was haben wir da noch? Hämatemesis. Huh. Oh, 3 Herzen. Letztes Mal haben wir, glaube ich, nur 2 bekommen, oder nicht? Warte, wir müssen noch einen Geheimraum suchen. Da haben wir, glaube ich, geguckt gehabt, oder? Hier? Ja, ich glaube schon. Wo können wir denn sonst noch gucken? Hier. Nee. Und hier. Oh, hi Greed. Ich glaube, dich hatten wir noch gar nicht. Eine Super-Treubombe. Sehr schön. Ganz toll. Oh, jetzt können wir auch überall raus. Das ist auch nice. Es öffnet sich dann einfach jeder Ausgang. Beim Geheimraum, wenn du erstmal einen freigeschalten hast. Freigesprengt hast. Da oben haben wir ein bösen guckendes Pupsi-Ding. Das ganz viele kleine Pupsi-Dinger rausholt. Da, sei vergiftet. Und es teilt sich auf. Cool. Ich mag die. Ich mag die kleinen Pupsi-Dinger. So, wo wollen wir lang? Wir wollen hier lang. Neue Gegner. Überall neue Gegner. Wie wollen wir die nennen? Ich habe keine Ahnung. Die sehen halt echt ein bisschen aus wie ein After, aber na gut. Wollen wir darüber nicht reden, ne? Nee, nee. Geheimraum haben wir gefunden, gut. Und nein, wieso? Oh Gott. Ach, da sind eure Körper. So kenne ich euch. So kenne ich und hasse ich euch. Kann man die trotzdem... Ja, man kann sie immer noch von der Seite treffen, das ist schön. Oh nee, gibt's dann auch trotzdem noch diesen Maskenmann? Als Endboss, das wäre irgendwie doof. Das fände ich nicht gut. Ich möchte aber eben noch die anderen Ebenen hier erkunden, weil ich glaube, wir haben den Geheimraum noch nicht gefunden in dieser Ebene, oder? Nein! Ich kann hüpfen! Haha, ein blaues Herz! Hä, gib das her, danke. Diese Hüpfattacke ist einfach richtig cool. Na, ziehst du mich an? Ah, oh, du bist ganz schön anziehend. Ja. Komm her. Okay, ich hau doch ab. Du bist langweilig. Und noch ein großer Raum. Genau derselbe wie eben. Okay. Okay. Wow. Okay. Ich springe halt noch schneller zu. Wow, da erschreckt man sich ja richtig. Was denn los mit dem? The Tower. Waren, glaube ich, ganz viele kleine Bomben, oder? Ja. Oh, das wäre richtig gut mit der Kombination gewesen. Verdammt. Egal. So, wir haben Strengths. Dann nutzen wir kurz mal in diesem Raum das Einhorn. Ja! Oh, die teilen sich sogar noch auf. Was? Den muss man 3-mal töten? Aber schade, dass gar kein Geräusch kommt, wenn man das macht. Wenn man das Einhorn benutzt. Im Alten war da dann immer so eine hübsche Musik. Ach ja, das alte Eisereck. Das war schon schön. Und The Mulligan. They grow inside. Das kennen wir noch aus dem alten Eisereck. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein blauer Stein, oder nicht? Kann nicht sein, dass ich keinen einzigen blauen Stein sehe. Ich wette, da ist sogar ein blauer Stein drin, aber ich sehe ihn einfach nicht. Meh. Ja, The Mulligan macht das Fliegen in uns spawnen. Wenn wir... Gegner besiegen oder wenn wir getroffen werden, weiß ich gerade nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Und die greifen dann mit an. Und das ist toll. Okay, wie es aussieht, müssen wir mehr Scheißhaufen kaputt machen. Da können gute Sachen drin sein. Aber jetzt können wir erstmal zum Boss gehen. Bossi, ich komme! Boss? Oh, der ist da ganz hinten. Und wir haben, glaube ich, alles. Ja. Hä, da war noch ein blaues Herz? Momentchen mal. Bei dem Fragezeichen ist ein blaues Herz. Warum ist da ein blaues Herz? Was bedeutet das? Einen Augenblick.
Hä? Ach, da, zwei blaue Herzen. Dann war hier wohl ein blauer Stein. Okay, cool. Cool, ich habe einen blauen Stein aufgesprengt, ohne ihn zu sehen. Gut. Aber ich bleib dabei, ich habe immer noch keinen blauen Stein in diesem Spiel gesehen. Noch gar nicht. Ist hier vielleicht ein blauer Stein dabei? Das da? Nee, das da auch nicht. Oder? Das sind doch keine blauen Steine, oder? Nee. The Gate! Dich kennen wir doch! Dich hatte ich schon mal. Oh, aber die rote Version, wie es scheint. Was? Oh. Die kommen einfach aus seinem Kopf raus. Richtig cool. Nee, wir können hüpfen. Wir können genauso hüpfen. Ja, diese Attacke finde ich so geil. Die nicht, die andere. Die ist so cool und die kann man auch selber machen. Mit irgendeiner Kombination an Items. Mit Brimstone und irgend so einem anderen Item, das halt die Schüsse so komisch macht. Geht das? Und wir haben unseren ersten Teufelsraum. Okay, das ist auch schön. Leider sehen wir nicht, wie viele Herzen wir haben, aber anscheinend haben wir volle Herzen. Und da haben wir auf jeden Fall das Pentagramm, das sollten wir mitnehmen. Und Gabi's Tail. Das Pentagramm nehmen wir mit. Das ist ein Damage-Up. Was haben wir hier? Zwei Treubomben. Und Gabi's Tail. Ah, nehmen wir auch einfach mit. Erhöht, glaube ich, die Chance, dass Kisten spawnen. Und dann haben wir hier auch alles. Gut. Und jetzt kommt die Ebene mit Mom. Und die Zeit ist einfach schon lange weg. Die ist einfach schon lange weg. Aber jetzt sollten wir auf jeden Fall... Oh ne, genau reingesprungen. Nice one. Auf jeden Fall sehr viel Damage machen und viel mehr Kisten bekommen. So. Ist doch auch was Schönes. Ja, euch gibt es auch. Nur seht ihr viel cooler aus. I like. Ich liebe diese ganzen neuen designten Dinger. Ich liebe es einfach. Okay, wir scheinen noch ein paar blaue Herzen zu haben. Wir können nämlich keine roten Herzen mehr aufsammeln. So. Ja, ich kann genauso springen wie ihr. Sind wir jetzt Brüder? Komm, wir springen eine Runde. Party, Party! Party! Ja! Oh. Okay, du hast mir wehgetan. Party ist vorbei. Ich bringe euch alle um. Ein Hundekopf? Quick Attack, Damage Up. Ah, das ist so wie, ja genau, wie der Hund aus dem alten Eisereck. Ich habe den Namen von dem Hund vergessen. Oh, oh, wir haben keine blauen Herzen mehr, wie es scheint. Das ist nicht so toll. Das heißt, wir haben nicht mehr so viele Leben. Was? Haut ab! Die haben wir hier, glaube ich, auch noch nie gesehen. Aber schön, dass es euch auch hier gibt. Hä? Sind die Tränen jetzt größer geworden, die aus den Bomben rauskommen? Ich glaube ja, oder? Wäre richtig nice. So, hallo. Was seid ihr denn für Viecher? Au, ihr explodiert? Nee, das war mein Hirn. Mein Hirn explodiert immer. Und was bist du? Gimpy, Sweet Suffering. Jo! Wir haben einfach so eine Maske auf. Und warum liegt hier ein Totenkopf rum? Was sind wir denn jetzt für ein kranker Typ? Wie so ein Vollstrecker einfach. Okay. Au. Ich glaube, wir haben nicht mehr viele Leben. Ich glaube, wir sterben gleich. Ist sehr gut möglich auf jeden Fall. Oh. Gut, da habe ich mich vertan mit der... mit der Taste. Jetzt habe ich leider mein... Stärkigkeitsding eingesetzt. Oh Mann. Wir haben richtig viel Geld. Ich wünsche mir noch eine Donation-Maschine. Dann könnten wir ganz viel Geld spenden. Denn, wenn man da, glaube ich, was spendet, dann ist die Chance höher, dass gute Items kommen. Und man schaltet, glaube ich, einen neuen Charakter dann frei, wenn man da genug gespendet hat. Aber wenn wir 99 Münzen haben, waren das 99?
Dann werden wir auf jeden Fall auch... Was ist das denn für ein Raum? Wieso kommen wir da nicht rein? Zwei Schlüssel braucht er da... Oh, okay. Okay. Cool. Hallo? Was gibst du denn so? 99 für Kane. Münzen. Kane und so. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir den nicht in die Luft springen, wenn da Fliegen rauskommen. Gut. Ach komm. Ich habe zwei Schlüssel für dich eingesetzt. Gib mir was. Bitte? Wo kommt die Fliege her? Ach ja, wir haben ja dieses Mulligan-Item eingesammelt. Die einfach nur Fliegen für uns hat. Und wie es einfach so aussieht, als wenn er den Totenkopf auf dem Kopf hätte, wenn er das hochhebt. Yay! Was ist, wenn wir hier rechts nehmen? Ah, dann geht der hoch. Ja cool, dann nehmen wir jetzt immer den in der Mitte. Weil es dann einfach aussieht, als wenn er einen Totenkopfschädel hätte, der Keeper hier, der Boss. Der Boss. Yay! Aber anscheinend will er uns nichts Gutes geben. Obwohl ich schon gerne wissen würde, was denn das Hauptitem ist, das er einen gibt. Aber es wieder nur dieses Fliegen-Liebe-Ding ist. Ah, ich habe jetzt aber keine Lust mehr auf den. Springen wir ihn in die Luft. Und war nur eine Trollbombe drin. Gut, 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 gut. Und da hätten wir den Boss. Das sollte Marm sein. Gehen wir einfach mal hin. Hi. Hier, ganz viele Bomben für dich. Oh, Mom ist gleich tot. Da ist sie tot. Und wir kriegen eine Trophäe. Eine Trophäe? Was bringt diese Trophäe? Sammeln wir die Trophäe ein. The Wound of Hegelus. Jetzt haben wir die Trophäe Wound of Hegelus freigeschaltet. Okay, gar keine Cutscene oder sowas? Nö. Ja gut, damit hätten wir die erste Challenge geschafft. Bleiben noch 19 weitere. Pius haben wir in dem ersten One schon freigeschaltet. Irgendwie, keine Ahnung wie. When life gives you lemons. Das ist aber eine dicke Challenge. Die ist aber groß geschrieben. Oh Mann. Da hat man bestimmt diese Limon-Party am Anfang. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, was wir dann im nächsten Part machen, weiß ich noch nicht. Entweder einen neuen One. Wir könnten ja mal versuchen, hier irgendwas freizuschalten. Kane, 55 Pennies. Ja gut, dann brauchten wir ja gar nicht so viel. Eve, by not picking up two hearts for two levels. Picking up hearts, aha. Samson, zwei Levels ohne Damage. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch hinbekommen. Azazel. Azazel, ja. By making three deals with the devil in one game. Oh, wir hatten schon zwei. Hätten wir noch einen Teufelsraum, dann hätten wir das sogar schaffen können. Und Lazarus. Vier Seelenherzen. Hatten wir das nicht eben? Okay. Und Eden locked. Eden Tokens. Was sind denn Eden Tokens? Und fehlt da nicht noch wer? Da fehlt doch noch Samson. Ne, da ist Samson. Fehlt da nicht trotzdem irgendwer? Ha, keine Ahnung. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Leute. Achso, zudem kann man hier noch Hard und Normal einstellen. Das habe ich letztes Mal auch nicht erwähnt. Hier auf der rechten Seite. Habe ich gar nicht gesehen. Und mit Tab kann man ein Seed... Tab? Ach, Tab. Auf der Tastatur. Kann man ein Seed eingeben. Hä? Achso. Muss man wahrscheinlich irgendwie... Ja, genau. Ja, cool. Muss ich alles nochmal irgendwie rauskriegen. Auf jeden Fall... Bisher ganz cool. Mom kills 0. Wir haben sie doch jetzt schon zweimal besiegt. Ich hoffe, das zählt trotzdem jetzt beim nächsten Run, beim normalen, dass wir Mom mal besiegt haben. Ich meine, wir sehen ja auch hier bei unserem coolen Picture, dass da Mom besiegt worden ist. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und beantwortet noch die Frage, wie ich die Parts hochladen soll. Das wäre nett. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.